Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Daniela Wallstein. Ich arbeite als medialer Coach und Bewusstseinstrainerin. Und in diesem Interviewformat Bewusstsein lade ich mir unterschiedliche Gäste ein, um das Thema einmal näher zu beleuchten. Wenn euch das interessiert, abonniert gern den Kanal Chinozentrum gleich unter dem Video, drückt den roten Button und auch die Glocke. Mit meinem heutigen Interviewgast Alexander Kragolinik möchte ich auch zu diesem Thema sprechen. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran, lasst euch jetzt mitnehmen. Hallo, herzlich willkommen, lieber Alexander, zum heutigen Interview mit dem Thema Bewusstsein. Hallo Daniela. Lieber Alexander, bitte stell dich für die Zuschauer kurz vor, wer du bist, was du machst, womit du dich beschäftigst, damit wir dich kennenlernen können. Da gibt's viel. Ja, lange Vorstellung. Um es kurz zu halten, beschäftigt mich seit ja, über 14, 15, na, sogar länger, glaube ich, fast. Wenn man alles zusammenrechnet, fast 18 Jahren über den Körper, über das menschliche Potenzial, über wie man mit Mentaltechniken und wie man effektives Training gestaltet, weil ich aus dem Leistungssport gekommen bin. Und mehr Spiritualität ist erst aufgekommen, nachdem ich damals einen Bandscheibenvorfall gehabt habe. Und das hat mich dann so auf die Suche gebracht und dann habe ich alle möglichen Techniken, die damals halt zur Verfügung waren, halt gesucht, ausprobiert, in einige Länder herumgefahren, sehr viele Methoden getestet, von Buddhismus über all mögliche Meditationen, von Vipassanas, Dark Retreats, so alles, was halt kommen ist. Aber zuerst war es eigentlich noch mehr eigentlich Heiltechniken und später bin ich dann eher in die Tiefe gegangen mit. Ja, was kann man mit Meditation alles erreichen? Was für unterschiedliche Stadien gibt es da? Und ja, so sind dann immer mehr Sachen zusammengekommen. Und seit einigen Jahren unterrichte ich das auch auf der ganzen Welt, wo ich unterwegs bin. Du kommst ursprünglich aus dem Leistungssport. Sag doch mal ganz kurz, was hast du ursprünglich gemacht im Bandscheibenvorfall? Angefangen hat es mit dem Kampfsport. Dann war ich im Zehnkampf, Leichtathletik, dann im Triathlon. Und dadurch, dass ich ja Sportwissenschaften studiert habe ich so gut 200 Sportarten durchgetestet und jedes Jahr immer wieder neue Sachen ausprobiert, um einfach den Körper aus der Komfortzone zu holen, wo er sich gut fühlt und glaubt, er kann was, dass du immer wieder was anfängst, wo du keine Ahnung hast. Aber wenn du dann irgendwann eine Grundfertigkeit hast, dann tust du auch bei allen Sachen leicht. Das heißt, dann brauchst du für eine Sportart nur ein paar Wochen und du hast sie verstanden und integriert. Aber dann musst du halt den Körper sehr gut verstehen. Dann funktioniert alles leichter. Ja, und die Mentaltechniken haben dich dann besonders interessiert, sodass du in diese Richtung gekommen bist, um zu untersuchen, wie funktioniert ja, die Realitätssteuerung, die Informationsfelder. So kann ich das jetzt mal zusammenfassen. Ist das so richtig? Ja, sitze ich, wann war das? Ich glaube, ja, vor circa 15 Jahren, nachdem ich mich mehr beschäftigt habe, wie kann ich eben meinen Körper noch tiefer entspannen, Entspannungstechniken, das sind da das erste Mal Hypnose kommen und über die ganze Selbsthypnose, ja, habe ich mir sehr viel erspart an Zeit, um zu sagen. Also, ich war früher sehr viel als Tänzer unterwegs, auch im Hip-Hop-Breakdance-Bereich, und dann war ich immer so 10 Tage durchtanzen und habe nur 3 Stunden am Tag geschlafen. Und durch die Selbsthypnose, durch die tiefere Entspannung, brauchst du dann auch nicht mehr so viel. Also, bin ich im Bus gesessen von einer Stadt zur anderen und habe mich halt einfach in eine Trance eingesetzt, damit der Körper sich schneller erholen kann. Und ja, ich merke, wie schnell du Sachen eigentlich auch manifestieren kannst, wenn du in diese Zustände reingehst. Und ja, so ist eins zum anderen gekommen und später dann auch zur Quantenheilung. Ja. Was bedeutet denn für dich Bewusstsein oder Bewusstseinsentwicklung? Ist eigentlich eine recht schwierige Frage, weil es so umfangreich ist. Man versucht es einfach. Bewusstsein, was ist Bewusstsein?
Ich würde einmal sagen, das Bewusstsein ist einmal ein Zustand, wo du bewusst deinen Seinszustand wahrnimmst. Und ich glaube, das ist schon einmal etwas, was gar nicht so einfach ist für viele, weil du die meiste Zeit im Automatismus, in Erziehung und Programmierung bist. Das heißt, desto mehr du dir gewahr wirst, wer du selbst bist, desto mehr kommst du. Oder hast du die Möglichkeit, eben in andere Zustände reinzugehen, wenn du merkst, ah, der Zustand, der gerade da ist, den brauche ich nicht wählen, ich kann den verändern. Oder wie du vorhin gesagt hast, boah, dass du jetzt aufstehst, wenn du die ganze Nacht tanzen gehst. Also, gesagt, du hättest keine Lust, dann ein Interview zu machen. So, du, ist alles nur Entscheidung. Und du kannst da die Müdigkeit, Trägheit oder egal welche Emotionen ganz leicht verändern. Und wenn du dir gewahr wirst, dass du eben, dass du ein nettes Gefühl bist, was gerade dein Körper durchfließt, dass du ein netter Gedanke bist, dann merkst du, dass alles eine Art von Entscheidung ist, dass du immer wieder neu wählen kannst. Das heißt, wir haben da so ein Bewusstseinsfeld mit einem Riesenangebot an ja, Optionen, würde man sagen. Das heißt, ah, du hast jetzt die Option, verärgert zu sein über irgendeinen Vergangenheitsgedanken. Du hast jetzt die Option, aber auch glücklich zu sein. Du hast die Option, müde zu sein. Also, desto weniger Anhaftung du hast auf deine Gedanken und Emotionen, desto leichter wird es. Mhm. Und dann brauchst du ein gewisses Bewusstsein. Ja, ist das Bewusstsein so ein Überbegriff? Ich könnte jetzt reingehen, was ist Gewahrsein? Das heißt, ich bin mir gewahr, dass ich ja nicht der Gedanke bin. Ich bin mir gewahr, dass ich nicht die Emotion bin. Und fragt euch alle mal selbst, was ist, wenn 99% der Dinge, die du denkst und fühlst, nichts mit dir zu tun haben? Was ist, wenn du einfach nur ein Kanal bist und durchgehend Sachen aufschnappst? Und dadurch hast du wieder mehr Möglichkeiten, wenn du dann abfragst, ja, zu wie viel Prozent gehört der Gedanke, der gerade durch mich durchfließt, überhaupt mir? Oder switche einfach in irgendein anderes Feld und merke, ich bin gerade verbunden mit meiner Mutter und der ist gerade im Zweifel und auf einmal spüre ich Zweifel und denke mir, hä, wo kommt das her? Wenn ich eben diese Art von Bewusstsein nicht habe, dann bin ich einfach gefangen in dem Gedanken oder in der Emotion, die gerade da ist. Also ich würde es in die Richtung beschreiben, das Bewusstsein, wir haben halt unterschiedliche Arten, erstens also einmal individuelle und dann kollektive, weil wenn du zu einem Platz gehst, wo ein gewisses Bewusstsein trainiert wurde, egal ob es jetzt ein Tempel ist oder eine Kirche, desto feinfühliger du bist, desto leichter kannst du wahrnehmen, was für Gedanken werden dort praktiziert oder was für Energien, was für Bewusstseinsfelder, wie immer du das jetzt beschreiben möchtest. Und die wirken durchgehend. Die Frage ist eben, wie stark manipulieren sie dich? Also egal, ob jetzt positiv oder negativ, weil alles ist ein Angebot. Das heißt, du hast durchgehend Angebote, so wie wenn du jetzt einkaufen gehst und im Supermarkt spielen sie halt mit Farben und Gerüche, dass die Leute dann mehr kaufen. Und so haben wir es aber draußen durchgehend mit jeglicher Information. Oder auch, wie gehst du mit dieser Information um? Weil ich kann jetzt über sogenannte negative Dinge sprechen, aber komplett bei mir sein, im Frieden sein und kein Attachment zu dem eben haben. Oder ich kann voll in der Emotion sein. Und ich glaube, das ist so oft das Problem, dass die Leute dann nicht wertfrei über Informationen sprechen können. Ja. Doch sind sie selber gefangen. Also ihr könnt jetzt, weiß nicht, stundenlang über Corona und unsere Politik reden und trotzdem vollkommen im Frieden sein. Oder ihr könnt mich aufregen, genauso. Und trotzdem mit dem Aufregen im Frieden sein. Oder ihr könnt voll im Fanatismus sein und im Kämpfen sein. Mhm. Das heißt, es gibt da mehrere Zustände, weil ihr könnt sagen, okay, ihr könnt mich jetzt aufregen, aber dazu auch keine Anhaftung, sondern ich rege jetzt noch auf, weil so viel Dummheit passiert. Aber im gleichen Moment ist es mir dann wieder egal, dann ist es sofort wieder weg. Das ist, wo du dann keine Anhaftung mehr hast. Dann
bin jetzt gerade in Verbundenheit mit dir, weil du dir aufregst, dann sind wir beide kurz aufgeregt und dann ist es wieder weg. Bei vielen Leuten bleibt es aber hängen. Und die müssen dann die Emotion weitertragen, weil sie nicht wissen, wie sie die Emotion lösen können. Oder weil sie Recht haben wollen auf die Emotion oder auf die These, die für sie Realität ist. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass wir ja unsere Thesen verteidigen die ganze Zeit. Weil wir Angst haben, ja, was ist, wenn meine These nicht mehr stimmt? Dann bin ich falsch. Und das merkt man oft auch beim Coaching, wenn ich zu jemandem etwas sage und der fühlt sich dann angegriffen. Ich sage, du, es geht mir nicht um deine Programmierung. Ich sehe dir als Mensch, wer du bist. Ich sage dir nur, die Programmierung, die bringt dich in den Kampf und die bringt Schaden für dich und deinen Körper. Aber es ist natürlich dir überlassen, wie du das weiter handhaben möchtest. Ja, Alexander, jetzt sind wir natürlich schon ganz schön tief im Thema drin. Ich würde dich gerne nochmal fragen wollen, das, was du wahrnimmst, das ist ja eine unglaublich große Tiefe, diese Dinge zu spüren. Ob das jetzt kollektive Informationsfelder sind oder bei den Menschen, die subjektiven. War das für dich schon immer so oder hat sich das irgendwann rauskristallisiert? Also wann hast du denn bemerkt, dass du diese Dinge spürst, fühlst, wahrnehmen kannst? Puh, ich glaube, das war ein Prozess, weil ich war früher ein sehr normaler Mensch. Nein, das stimmt. das war nie der Fall. Aber ich glaube, die ersten Sachen habe ich gespürt durch viele Kampfkunsttraining. Weil Kampfkunst trainiert ja deinen Geist, trainiert deinen Fokus. Und da habe ich schon gemerkt, desto stärker mein Fokus wird, desto mehr muss ich aufpassen, was ich fühle, weil Emotion erzeugt Realität. Und die mir Sachen manifestiert, wie Unfälle oder Sonstiges, weil ich damals stark in einer Emotion war. Ja. Und das hat halt durch starke Taekwondo-Training, ich habe damals 6-mal die Woche trainiert und war da sehr diszipliniert. Und deswegen sieht man eigentlich, dass Spiritualität, Alchemie, also die Alchemie, die Kampfkunst und der Heiler früher eins waren. Und sind ja später dann separiert worden in die unterschiedlichsten Genres nachher. Du sagst, ah, das ist jetzt nur der Heiler, das ist nur der Kampfsportler. Und deswegen sieht man die ganzen Geheimnisse, die in der internen Kampfkunst sind, wie schnell man heilen kann, was man mit der Energie machen kann, egal ob jetzt von spirituellen Fähigkeiten oder von Heilung oder es gibt so viele verrückte Sachen, die sich die Menschen eigentlich gar nicht vorstellen können. Ja. Das ist halt viel über diese innere Disziplin kommen, über den Fokus. Mhm. Und es wird leider sehr viel nicht mehr praktiziert, dieser Fokus. Weil die Leute glauben, ah, jetzt wenn ich in ein anderes Bewusstseinsfeld springe oder mich kurz glücklich fühle, dann bin ich spirituell. Oder wenn ich jetzt lächeln kann für ein paar Stunden, dann bin ich spirituell. Und sind aber innerlich sehr instabil, weil sie immer noch auf dieser Emotion hängen. Und ich habe mir früher so gefragt, oh, warum sind manche Meister so leer, so emotionslos, so wie die Asiaten, da kommt nicht so eine Wärme oder irgendwas. Es ist so, die haben manche das schon noch, aber das durch diese extreme Disziplin, durch dieses extreme Kämpfen von der Kampfbasis abhärten, dass du, wie soll ich sagen, wirklich in höhere Bereiche reingehen kannst, wo du sagst, jetzt brauchst du nichts mehr zum Essen, nichts mehr zum Trinken, bist du mal einen Monat isoliert. Dafür braucht man eine gewisse Stärke im Geist. Und die kannst du nicht bekommen, wenn du wie ein Schmetterling so überemotional von einer Sache zur anderen springst, wie in der Esoterik manchmal. Weil Leute versuchen, der Unbequemlichkeit auszuweichen. Weil die Leute mich gefragt haben, ah, wie kannst du 2 Wochen in Dunkelheit verbringen oder wie schaffst du es, einen Monat nichts zu essen oder ja, es ist alles eine Praxis, so wie alles im Leben eine gewisse Praxis benötigt. Das heißt aber nicht, dass du Sachen auch schnell erreichen kannst. Aber wir leben so im Zeitalter, wo jeder alles nur schnell haben will, damit er ein kurzes High-Erlebnis hat und dann, wenn es gleich geht, dann laufen es gleich wieder weiter. Das habe ich beim Tanzen gesehen, weil wenn du mit Breakdance anfängst, du brauchst mindestens 2 Jahre, nur dass du mal deinen Körper vorbereitest für das, was du an Akrobatik zu leisten hast, von Dehnung über Stärke über Sonstiges. Und dann fängt gleich das nächste Training an, dann kommst du in die nächsten Ebenen. Und das ist,
Ja, bei den meisten Dingen ist es so, dass die Basics eigentlich fehlen und die Leute nur schnelle Erfolge haben wollen, damit sie sich wichtig fühlen können, damit sie eine Bedeutung haben im Leben. Und wenn sie das nicht sofort bekommen, ja, dann springen sie einfach von einer Sache zur anderen und fühlen sich nie irgendwo ja, bei sich zu Hause, weil sie sagen, jetzt brauche ich dort ein Puzzleteil und sind dann durchgehend im Beschäftigen. Und ich bin durch diese Phasen selbst gegangen. Jedoch, wenn du dann deine Sache gefunden hast, die eine Sache, die dich ausmacht, und dann fühlst du dich wie geführt, dann weißt du, ah, das ist es jetzt. Ja. Und dann brauchst du diese Illusion der Freiheit nicht mehr, dass du alles tun kannst. Und das ist halt sehr lustig, wo die Leute sagen, ah, ich will frei sein. Eigentlich brauchst du überhaupt keine Freiheit. Wenn du genau dieses eine hast, wo es dir vollkommen erfüllt, dann brauchst du keine Freiheit, andere Dinge zu tun, weil dann willst du auch nur noch in dem aufgehen, in dem einen, was du tust. Alexander, das, was du jetzt schon so detailliert besprichst, das ist natürlich schon mit einem größeren Bewusstsein. Und ich würde gern die Zuschauer auch mitnehmen und abholen wollen, wie komme ich denn dahin, dass mir das bewusst wird, dass ich diese Gedanken, diese Emotionen habe, aber nicht bin? Ich glaube, das Leichteste ist einmal mit der Frage reinzugehen, woher kommt dein nächster Gedanke? Und du sitzt einfach mal in der Stille und fragst, woher kommt dein nächster Gedanke? Oder was ist der nächste Gedanke? Was für eine Farbe hat der nächste Gedanke? Und dann einfach mal schauen, was es in dir auslöst. Was für eine Farbe hat dein nächster Gedanke? Also bei mir wechseln die Farben jetzt tatsächlich. Wenn ich das ja, jetzt einfach mal mache, kommen immer ganz viele verschiedene Impulse. Wahrscheinlich so viele verschiedene Gedanken und so viele Farben. Wo hat der seinen Ursprung? Keine Ahnung. Ja. Indem du fragst einfach rein und versuchst zu spüren, wo entspringt der? Kannst du den irgendwie tracken, kannst du den irgendwie nachverfolgen? Ja, im Hirn, also im Kopf. Ah, in welchem Bereich vom Gehirn? Linke Seite. Und wer beobachtet ihn? Keine Ahnung. Bleib in der Frage, wer beobachtet gerade diesen Gedanken? Ja, das ist mein Bewusstsein. Wer beobachtet den Beobachter? Ich habe das Gefühl, da gibt es auch noch ein kollektives Feld, was auch in der Beobachtung ist. Aha, und wer beobachtet das? Keine Ahnung. Also ich meine, das sind schon wirklich so konkrete, tiefgehende Informationen. Wenn ich in meinem, ich gehe jetzt mal, ich breche das nochmal ein bisschen zurück, wenn ich in meinem Alltag bin oder ich bin arbeiten oder ich gehe einkaufen oder ich beschäftige mich mit den Kindern oder mit dem Partner, dann stelle ich mir diese Fragen gar nicht. Dann ist es ja real. Eben, weil du bist ja im Automatismus. Genau, ja. Und wie? Erst wenn du wirklich nur dich beobachtest. Das heißt, ich muss mich mitnehmen und mich beobachten. Ja. Weil wie willst du als Selbsterkenntnis oder in irgendwas bekommen, wenn du immer nur im Außen erwartest, dass irgendwas auf dich zukommt? Kannst du auch nur das Äußere wahrnehmen aufgrund von Reflexion von Licht und den ganzen Filtern, die wir in die Augen haben. Das ist die Frage, ob du jetzt mit deinem physischen Auge siehst oder mit deinem spirituellen Auge. Aber das wird schon zu weit gehen. Es reicht einmal, dass du nur mal deine Atmung wahrnimmst. Das ist schon einmal, wenn du sagst, du willst in die Ruhe gehen, dann kannst du zum Beispiel die Hand aufs Herz legen und einfach nur mal wahrnehmen, wenn ich jetzt gerade sprich, was in mir gerade war, in dem die Vibration war. Das vibriert von meiner Brust über die ganze Hand und je nachdem, wie weit ich das nachverfolge, kann ich das bis in den Kopf reinspüren oder ich kann die Vibration sogar bis in die Füße reinspüren. Dann kann ich spüren, da wo ich gerade sitze, wie vibriert es dort weiter, je nachdem, wie weit ich mein Bewusstsein und mein Feld ausdehnen kann, kann ich spüren, wie weit geht die Vibration. Aber dafür muss ich in Verbindung sein mit mir und meinem Körper. Und was, glaube ich, sehr oft verloren geht, ist,
gerade in der Spiritualität der Körper, weil sie sich ja oft zuerst nur auf den Geist oder nur auf das Bewusstsein fokussieren und dann vergessen, ja, wenn dein Körper aber nicht fit ist und das Ganze zusammenhängt, dann bist du emotional sehr instabil. Versuch mal zu meditieren, wenn du irgendeinen Schmerz hast. Versuch mal zu meditieren, wenn es dir schlecht geht. Das kannst du vergessen. Da ist der Geist umsonst. Du musst zuerst einmal ja, deinen Körper so wertschätzen und so trainieren. Deswegen hat er im Yoga später die ganzen körperlichen Sachen angefangen, um ihn aufzudehnen, um Asanas zu machen. Weil ganz am Anfang, es hat ja nie Yoga geheißen, sondern Jog und war reine Atemtechnik. Es ist immer nur um die Atmung gegangen und immer nur so bei Vipassana, du bist am einen Fleck von deinem Bewusstsein und verfolgst nur die Atmung, verfolgst nur, vibriert die Nase, wenn ich ein- und ausatme, dann gehst du darauf. Nimmst du unterschiedliche Punkte im Körper wahr während der Atmung oder Sensationen. Und dadurch bekommst du halt viel mehr Gewahrsam, wo du merkst, ha, nur, dass ich nicht die Emotion bin. Das heißt, das Bewusstsein kannst du wahrnehmen wie, sagen wir, den Himmel. Und jedes Mal verändert sich halt das Wetter. Aber eigentlich dieser Horizont bleibt immer der gleiche. Das heißt, es kommen Wolken, es kommt Gewitter, Hagel, was auch immer. Aber der Horizont, das ist dieser innere Zustand. Und wenn du zu dem kommst, dann bleibst du in dieser inneren Mitte, egal was gerade für ein Wetter dir gezeigt wird. Und das Problem ist, dass die Leute sich dann oft identifizieren mit dem Wetter. Und das ist, glaube ich, eher das, was man trainieren kann, ist, dass du erkennst, ey, ich bin ja nicht das Wetter, obwohl ich es auch bin. Ja. Das ist vielleicht schon mal ein ganz guter Hinweis. Wenn dieses Gewahrsein trainiert werden kann, muss ich mir natürlich auch die Zeit einräumen für mich, für die Selbstverantwortung. Ja, es geht aber auch ganz leicht. Also natürlich ist ein Retreat sehr hilfreich, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt eine Woche meditieren, dann mache ich jetzt 10 Tage Vipassana oder dann mache ich jetzt nochmal ein Wochenende, weil es dauert ja auch einmal, um zu erkennen, wie sehr man in diesem Normalleben verhaftet ist, an Automatismen, an Dinge, die man glaubt, die man tun muss, erledigen muss. Und ich kann jedem mal wie Vipassana mal anraten. Also es ist so ein Basic, den man jedes Jahr machen sollte, einfach nur mal den Geist aufzuräumen. Weil wenn du jetzt merkst, Vipassana ist vom Goenka in Indien sehr bekannt worden und das haben sie ja in Gefängnisse verwendet in Indien. Die Leute sind ruhiger geworden oder in Australien. Da gibt es einige Dokus dazu, wie die Kriminalität sich gesenkt hat und die Leute auch gesünder werden. Und man merkt so, ab dem 4., 5. Tag, wie das Ego zum Kämpfen anfängt. Dann denkt man, was mache ich da überhaupt? Warum meditiere ich jeden Tag von 4 in der Früh bis 9 am Abend? Und ich habe jetzt so geile Ideen, ich könnte jetzt viel was Besseres machen, als da blöd herumzusitzen. Und das ist deswegen, weil jetzt hast du dir nichts mehr zum Kümmern. Du brauchst nicht schauen, wo dein Essen herkommt, du hast keinen Kontakt zur Außenwelt. Sprechen ist ja auch verboten, außer zu deinem Lehrer, die eine Minute, wie es dir geht oder wo du gerade durchgehst für einen Prozess. Und sonst bist du ja 24 Stunden ja nur mit dir und das hast du im Normalfall nicht. Ja. So kannst du wirklich merken, wow, warum habe ich solche Gedanken oder wo kommen diese Gedanken her? Oder warum habe ich solche Gefühle? Weil durch einen Automatismus, durch die Programmierung, durch unsere Erziehung sind wir uns ja gar nicht gewahr, dass das, was wir durchgehend als Realität wahrnehmen, ja gar nicht wirklich die Realität ist, die eigentlich sonst da ist. Es ist nur eine Teilrealität, ein Teilfilter und den machen wir ja wichtig. Wie können wir denn dahin finden? Also ich würde das vielleicht jetzt gerne auch ein bisschen praktisch oder handhabbar für die Zuschauer. Eben, spielerisch wäre es eben, was ich schon seit Jahren mache, zum Beispiel, wenn ich durch die Straßen gehe, dass ich mich nicht mehr ablenke. Früher habe ich sehr viel Musik gehört, weil ich Tänzer war und dann bist du immer hyped. Du hast der Hip-Hop, Salsa-Musik, du bist immer in einer hohen Energie, unter Anführungszeichen. Weil die Leute glauben, ah, positive Gefühle, jetzt bin ich High Frequency und zu und durchgehend diese Gefühle. Und
sondern ich bin einfach im Gewahrsein und fühle nur meine Hände. Weil wenn ich denke, kann ich nicht fühlen. Wenn ich fühle, kann ich nicht denken. Das heißt, beim Spazierengehen oder durch die Straßen bin ich, während ich doch aufnehme visuell, was gerade rundherum passiert, bleibe ich mit meiner Aufmerksamkeit gleich trotzdem meine Hände. Weil dann bin ich im Körper. Das Problem ist, die ganzen Umfelder und Dinge passieren ja nur, wenn wir nicht wirklich komplett im Körper sind, weil wir mit dem Geist entweder Zukunft, Vergangenheit oder irgendwo sind. Und dadurch, warum bekommt man mehr Energie durch Meditation oder sonstigen Sportpraktiken? Ist ja, weil ich in dem Moment vollkommen im Körper bin. Und dadurch kriege ich mehr Energie im Körper und dadurch kann ich wieder mehr Dinge machen. Das heißt, die Präsenz ist ein Zustand von der Wahrnehmung von einem Energiekörper, den du ausdehnen kannst. Und wenn du einfach beim Spazieren bist, sagst du, jetzt geh einfach in die Handflächen und ich strecke ein bisschen aus und gehe so, schaut vielleicht ein bisschen komisch aus, aber dadurch öffnen sich die Energiekanäle, die Handchakren, was ja immer, ich bin dann im Gewahrsein im Körper und nicht durchgehend im Außen. Weil wir verlieren es ja durch unser Denken und durch Verdauung ja über 70-80% am Tag unserer Lebensenergie dadurch. Und jetzt hast du das bei einem Retreat eben nicht, weil du weniger Ablenkung hast. Und dadurch kommen so viele coole Ideen, wo du sagst, das möchte ich jetzt umsetzen, das möchte ich machen. Ja, weil einfach dieser normale Dreck, mit dem du dich beschäftigst, einfach zur Seite geschoben wird und dadurch du mehr Energie im Gehirn hast. Natürlich lenkt dieses auch natürlich von der Meditation ab, aber du wirst einfach merken, was passiert da für ein Prozess. Meistens nach einer Woche, 7., 8., 9. Tag, dann bist du in so einem Friedenszustand, wo du sagst, du möchtest zu dieser normalen Welt gar nicht mehr zurück. Du bist zu einer inneren Leichtigkeit, in einem Gleichmut, weil es nichts mehr gibt, außer das Jetzt. Da ist nichts mehr wichtig. Egal, Zukunft, Vergangenheit, kein Gedanke. Du bist einfach nur noch im Genießen und dem Wahrnehmen vom Leben, von dem, was gerade ist. Und desto weiter du gehst, dann wird es zum Normalzustand. Ja. Das heißt, dann koche ich in Meditation, dann spaziere ich in diesem Zustand. Ist natürlich nicht zu tief, wenn du wirklich Meditation machst, aber es ist einmal so eine Vorstufe, wo ich, wenn ich jetzt Asach mache, auch wirklich komplett dabei bin. Wie mache ich das denn dann, wenn ich Kinder habe, die dann an meinem Rockzipfel hängen und sagen, Mama, Mama, Mama. Und dann passiert irgendwas und dann müssen sie für die Schule oder für den Kindergarten oder... Dann bist du auch 100% für die Kinder da. Das ist so, die Leute glauben, ich muss mich dort oder dorthin isolieren. Wenn du in deinem Herz bist, natürlich kommen dann deine Kinder, weil sie sagen, meine Mama hat endlich Zeit für mich und meine Mama ist im Herzfeld, dann kommen sie erst recht zu dir. Und du gibst ihnen 100% die Aufmerksamkeit, dann fühlen sie sich erfüllt, dann gehen sie eh wieder. Das sind dann so lustige Leute, ich bin jetzt beim Meditieren, ich brauche mehr Ruhe. Wird nicht funktionieren, weil du bist ja wieder in diesem Wollen drin, bist ja wieder im Kampf drin, wieder weit weg von einer Meditation. Oder was erreichen möchtest. Ja, Alexander, du hast jetzt so ein tolles Stichwort gesagt, ich würde das gerne aufgreifen wollen. Ja, das Herzfeld. Das ist ein ganz großes Thema. Wie komme ich denn in dieses Herzfeld? Was kann ich denn was tun? Dann ist es schon wieder Wollen. Dann ist es ja mehr der Fluss. Also wie gelingt es mir, in diesem Herzfeld zu sein, wenn ich denn immer noch von Mustern, Blockaden und Informationsfeldern verschiedener Arten durchströmt werde und noch nicht mal bemerke, dass diese Emotionen und Gedanken gar nicht mir gehören? Wie finde ich dazu, mein Herz zu öffnen? Hast du da einen Tipp? Wie ist es bei dir gewesen oder was gibt es für eine Möglichkeit? Ja, Möglichkeiten gibt es ja viele. Die Frage ist, was ist dein Weg? weil jeder hat ja unterschiedliche Zugänge. Manche Leute gehen einfach sofort rein. Das heißt, meine Aufmerksamkeit geht jetzt her und gehe ins Herz und fühle einfach ein Gefühl von Liebe. Was ich gewonnen habe, ist das letzte Mal ein wirklich schöner Liebeszustand oder Dankbarkeit. Das ist, glaube ich, ein leichterer Weg, wo ich sage, ich bin einfach nur dankbar, dass ich jetzt da bin und genieße den Körper und genieße die Leichtigkeit im Körper und im Leben.
Wenn das gerade nicht der Fall ist, dann muss ich halt was herholen als Stütze. Und damit ich eben, es gibt ein Sprichwort, ich glaube, der längste Weg ist von da nach da. Und ich glaube, das Leichteste ist einfach die Aufmerksamkeit über halt einfach aufs Herz zu richten. Das machst du am leichtesten, indem du die Hand einfach aufs Herz gibst, du kannst sie hinlegen. Was die Leute gerade zuschauen, dass sie die Möglichkeit haben, können sie sich jetzt einfach hinlegen und einfach beide Hände aufs Herz geben. Einfach nur mal die Aufmerksamkeit aufs Herz richten. Ein Herzschlag. Tief in den Bauch reinatmen. Lächeln. Dann ist leichter. Zunge am Gaumen. Und dann einmal ins Genießen gehen. Wir wollen jetzt nichts erreichen, sondern wir genießen jetzt einfach, dass wir einfach da sitzen oder da liegen. Vielleicht kannst du den Zustand von Balu, dem Bären, herholen. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Du fängst dann einfach fließen an in diesem Zustand, so wow. Wie habe ich mich als Kind gefühlt, wo ich über nichts nachgedacht habe und einfach nur ans Spielen gedacht habe, wo jeder Tag einfach dafür da war, um zu spielen, um zu erfahren. Ganz egal, was das war. Ganz egal, was für Emotionen das war in Sekunden wieder weg. Ich war kurz wütend, weil mir jemand was weggenommen hat. Und dann sind wir nach 2 Minuten wieder Freunde. Gibt es keine Anhaftung auf diese Zustände. Dann atmest tief in dein Herz rein und genießt und lächelst. Du kannst erfahren, wie kann das jetzt noch leichter werden? Kann ich mich jetzt noch wohler fühlen? Wie kann ich mich noch leichter fühlen? Kann ich mich noch weicher, geschmeidiger fühlen? Du kannst versuchen, immer so ganz langsam zu bewegen, so zentimeterweise, so wie eine Schlange, immer so links und rechts. Und du streichelst die Luft und fühlst, wie dein ganzes Körperfeld die Luft streichelt. Und dann streichelt die Luft dich. Und wie fühlt sich das an, wenn dich die Luft streichelt? Und fühl, wie du immer weicher wirst, wie du immer leichter wirst. Fühl dich als Wasser. Wie fühlt sich Wasser an? Bleib im Lächeln. Fühl, dass es aber nichts zu tun gibt, außer zu sein. Danke Körper, danke Leben. Danke, dass ich sein kann. Vielleicht kommen alte Bilder hoch, wo du dich ganz glücklich gefühlt hast. Oder du siehst gar nichts und du fühlst einfach nur Leere oder Leichtigkeit oder Gleichmut. Die ganze Aufmerksamkeit ist auf deinem Herzfeld, körperlich auf der Brust. Da kann er kurz zur Atmung gehen. Tief einatmest in den Unterbauch. Und ausatmen. Alles loslässt, was den Körper nach hinten gestresst, blockiert. So, danke für die Erfahrung. Ich erlaube mir jetzt komplett tief hinein zu begeben, reinzusinken, mich fallen zu lassen, dem Leben hinzugeben.
Dann merkst du, wie die Schultern immer lockerer und leichter werden. Der ganze Körper immer heller und leichter wird. Und überall, wo es vielleicht eine Blockade wahrnimmst, was irgendwo im Körper was gibt, sag einfach, wie kann sich das jetzt noch öffnen und erleichtern? Dass wir jetzt auch Heilung erfahren dürfen. Und da kannst du fragen, wie viel Prozent bist du bereit, Liebe, Heilung und Leichtigkeit in deinem Leben zu empfangen und alles, was da nicht 100% ist, bitte auflösen und ausatmen. Und öffne wieder einen neuen Raum, dass du empfangen kannst. Sei bereit, Liebe, Heilung und Dankbarkeit die ganze Zeit, jeden Tag, in jedem Moment zu empfangen. Wo willst du es noch nicht sehen? Wo kannst du es noch nicht sehen aufgrund von deinen Filtern? Wo bist du noch süchtig, die alten Muster der Familie nachzuleben, um Verbindung zu haben, alles kollektiv, dass du dich nicht ausgeschlossen fühlst? Überall, wo dich noch integrierst, in diesen geistigen Wahnsinn da draußen, bitte lösen. Über wo du erlaubst, deine Liebe und dein Licht einfach rauszubringen, was du wirklich bist, der ausatmen. Und dann sage in dein Herz rein, ich erlaube mir zu sein, schön, dass es mich gibt. Ich liebe mich, ich liebe meinen Körper, ich liebe mein Leben. Und da fühlen, zu viel Prozent stimmt das, was er gerade zu mir sagt. Möchte das noch haben, lüge mir noch an. Was blockiert es, was erlaubt es nicht, dass ich mich jetzt wirklich so lieb und annehme, wie ich bin? Was erlaubt es nicht, dass ich wirklich an diese Zustände einfach ganz leicht reinkomme? Alles, was da noch daran hindert, mich sabotiert, alle möglichen Muster, Programmierungen auf allen Ebenen, Zeiten, Dimensionen und Welten. Danke für die Erfahrung. Bereit für mehr Neuprogrammierung. Und lad einfach der Zukunft selbst ein, wo das für dich schon normal ist. Weil wenn du das einfach nur vorstellen kannst, wie soll das zum täglichen Gebrauch werden? Wo hast du noch Angst, wirklich in Ruhe, Frieden, Leichtigkeit und Liebe anzukommen, weil du dann Angst hast, ich kann mit normalen Menschen nicht mehr reden. Oder die können gar mit dir nichts mehr anfangen. Überall noch Angst hast, in der Separation zu sein oder auch die Menschen, die gestresst und in Angst sind und mit Liebe begegnen zu können, bitte mal lösen. Überall, wo du Angst hast, aus dem Zustand wieder rauszufallen, weil es da draußen ja gerade so rund geht. Und was ist, wenn du keine Ansicht mehr darüber haben musst, was da draußen passiert? Was ist, wenn du wirklich verstehst, was da gerade passiert und damit vollkommen im Frieden bist? Und lächel und genieß. Beobachte einfach nur dein Atem. Dein Lächeln. Schick mal das Lächeln in dein Herz rein. Wie fühlt sich das an, wenn du in dein Herz rein lächelst? Dann lächel in deinen Kopf rein. Spür, wie es da auch immer heller und leichter wird. Und so kannst du jeden Körperteil durchgehen und dein Lächeln und der Leichtigkeit reinsehen. Dann sieh, dass der ganze Körper hellweiß golden wird und er strahlt.
Ich stelle jetzt einfach noch einmal dieses Feld für jeden, der da zuschaut, zur Verfügung, egal wann er zuschaut oder wie oft er das anschaut. Ein Bewusstseinsfeld, wo alles für dich jetzt möglich ist. Da ist es jetzt ein Raum ein, wo für dich alles möglich ist. Und wie fühlt sich das jetzt an? Zu alle Antworten, alle Wege. Du bist in dieser verspielten Leichtigkeit, wo du jetzt einfach nur wählen kannst. Du musst aber gar nicht wissen, was das jetzt ist. Oder wohin das führt, sondern du fühlst einfach, ah. Da geht es weiter. Du bleibst in diesem Gefühl, wo du genau weißt, ah, da geht es jetzt weiter. Da wird es jetzt leicht im Leben. Da wird es jetzt noch schöner im Leben. Dieses Feld kannst du dann immer wieder mal eintreten, wann immer du es brauchst, wann immer du merkst, ha, heute bin ich unsicher, ich weiß nicht, wie du eine Lösung findest, ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Dann hör dir einfach die 3, 4 Minuten an und geh nochmal in diesen Zustand rein, genau mit der Frage, ah, was braucht es jetzt, damit es da ganz leicht sich ein neuer Weg entwickelt für mich. So dass alle einen Gewinn haben. Dass wir gemeinsam profitieren, dass wir zusammenkommen. Und fühle, wie der Herzfeld sich noch weiter öffnet. Und du noch glücklicher bist. Weil du dir und dem Leben der Umweltdienst. Danke dir, danke euch. Speichert das Gefühl jetzt in jeder Zelle von eurem Körper. Wenn ihr euch dann fertig fühlt, wenn ihr merkt, es bewegt sich nichts mehr, macht es ganz langsam dann die Augen auf, dreimal hintereinander, immer ein bisschen mehr und versucht es trotzdem, während ihr die Augen öffnet, in euch zu bleiben. Dass ihr in dieser Schwingung, in diesem Gefühl drin bleibt, auch wenn ihr die Augen öffnet. Das heißt, die Aufmerksamkeit bleibt im Körper, im Gefühl. Jetzt könnt ihr die Augen ganz aufmachen. Von der Wahrnehmung, was sich bei euch verändert hat. So, lieber Alex,
Das war das Interview bewusst. in meinem Zustand gebe ich dir jetzt einfach gern noch die Möglichkeit für die Zuschauer. Also es macht jetzt keinen Sinn, irgendeine Frage zu stellen. Sag doch gerne eine Webseite für diejenigen, die sich interessieren, ein bisschen mehr über dich erfahren wollen, den YouTube-Kanal. Was kannst du was teilen, was du wahrnimmst? Es ist mir egal. Weißt du, so, was für ein Interview eigentlich? Ja. Ach, rede, bitte rede einfach. Ist, ja, Weite, Leichtigkeit. Es ist mir eigentlich wurscht. Ich kann gar nicht sagen. Deswegen spiele ich dir jetzt den Ball rüber, damit du einfach nur. Und das Einzige, was ich noch ein bisschen jetzt denken kann, ist, wir machen noch ein zweites Interview. Aber jetzt zu diesem Thema, es wäre zu schade, aus diesem Zustand jetzt einfach rauszukommen. Und wieder in die. Was ist, wenn du jetzt einfach drin bleiben kannst, trotzdem sprechen kannst? Es ist egal, verstehst du? Das ist, ich will ja nichts mehr wissen. Sehr schön. Sehr cool. Ja, aber das ist ja nicht des Interviews. Also von daher gebe ich dir bitte gerne jetzt die Möglichkeit. Ja, ein paar also für alle, die noch mehr Informationen haben möchten, also in YouTube auf der Krake Interview und Seminare gibt es eine Playlist, wo ich einige Seminare online gestellt habe. Das sind oft so die ersten 2 Stunden, 3 Stunden online. Den Rest kann man sich dann dazu kaufen, weil ich meistens zwischen 5 und 7 Stunden Seminare gebe an einem Abend, um einfach eine gewisse Tiefe zu erreichen. Und ja, falls jemand Fragen hat oder eben auch jetzt eine Erfahrung teilen möchte, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und ja, ich wünsche dir noch eine angenehme Reise. Herzlichen Dank, lieber Alex. Ich hoffe. Danke dir, danke euch. Ja, die Zuschauer sind genauso weggebeamt. wir sehen uns beim nächsten Mal zu einem anderen Interview. Und bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss. Danke. Ciao. ja, also ihr seht, die Wirkung hält immer noch an. Und wenn euch das Interview gefallen hat, liked gern dieses. Wenn ihr möchtet, schreibt auch gern einen Kommentar für uns und abonniert den Kanal Chinozentrum gleich hier unter dem Video. Drückt den roten Button und auch die Glocke, damit ihr beim nächsten Interview zum Thema Bewusstsein mit dabei sein könnt. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!